Ah, es sind doch ein paar Schäppchen bisher gekommen, aber hier hält es auf, gell? Kratos hatte den Göttern lange genug gedient, um zu wissen, dass die Harpie eine Warnung war. Eine Erinnerung seines früheren Herrn an den Entschluss, der Kratos alles gekostet hatte. War es schon so lange her, dass er durch die Barbaren fast seinen Tod gefunden hätte? So lange, dass er alles geopfert hatte für seine Rettung? Ares! Der Himmel tat sich auf und hervor trat der Kriegsgott. Er stieg vom Olymp und erkannte in dem Sterblichen die Zeichen eines Gottes. Ares würde Kratos retten, ihn zum perfekten Krieger und seinem Diener auf Erden machen. Es bedurfte nur eines einfachen Treueschwurs. Mein Leben gehört dir, Ares. Von heute an führe ich deinen Willen aus. Und sein Schicksal war besiegelt. Wie versprochen, rettete Ares seine neuen Schüler und zerstörte mit seiner Gottesmacht jene, die Kratos und seine Männer getötet hätten. Kratos, den neuen Diener des Kriegsgottes, genügten Schwert und Schild nicht. Die Chaosklingen, geschmiedet in den stinkenden Tiefen des Hades. Einmal befestigt, haften die Ketten dem Träger an und verschmelzen mit seinem Körper. Eine ständige Erinnerung an Kratos' Gelöbnis. Im Gegenzug verleihen sie große Macht. Den Zorn des Ares in ihrem Innern. Doch bald würde er den wahren Preis solcher Macht erfahren. Ein Preis selbst für Kratos zu hoch. Elende Bestie! Ich weiß, wem du dienst. Begib dich zu deinem Herrn. Sag dem Kriegsgott, ich diene ihm nicht mehr. Sag ihm, solange ich lebe, ist er nicht sicher. Ich finde die Büchse der Pandora. Und sei gewiss, damit werde ich ihn in die Knie zwingen. Eieiei, Kratos. Verrät's hier die ganze Überraschung. Die Klippen des Wahnsinns liegen vor ihnen. In meiner Trauer habe ich wohl ein Labyrinth ohne Ausweg erschaffen. Mögen die grausamen, gleichgültigen Götter ihnen den Weg zeigen. Pathos Verdes der Dritte, einst treuer Diener der Götter. Und genau diese Scheißklippen erwarten mich jetzt. Ich speichere hier auch nochmal kurz. Weil das, da gibt es einen Rätselabschnitt, der ist so fürchterlich. So fürchterlich. Es klingt so, als ob ich das Spiel nicht mag, denn ich finde, es ist eines der geilsten Spiele und eines der geilsten Exclusives, die es jemals gegeben hat. Aber trotzdem, da kriege ich eine Krawatte, Jakob. Das sage ich dir. Wer sich das ausgedacht hat, der wollte den Spieler nur quälen. Okay, das hier können wir schon fast eine Stufe upgraden. Finde ich sehr öde Memmis. Klippen des Wahnsinns. Da gibt es einen Rätselabschnitt. Der treibt mich noch echt noch zu verpassen. Ach, schon wieder so ein Empfangskomitee hier. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Den habe ich aber geschmissen. Da habe ich einen Typen geschmissen, der ist geflogen. Alter, was soll denn dieses Spam? Das machen die doch nur, weil da hinten schon wieder irgendwelche Hansels mit Bogen auf mich warten. Aha, hast du dir wohl so gedacht? Nein! Was soll denn dieser Ninja-Angriff hier immer? Badabam! So, leg die schlafen. Nein, was soll denn der Mist? Stress. Okay. So, schauen wir mal kurz, was hier drüben ist. Toll,
Wenn ich jetzt gewusst hätte, hätte ich mir die Kiste da drüben aufgehoben für Energie. Warte mal, wie komme ich denn zu denen darüber? Ach, von hier aus nicht. Ich hab's schon gesehen von Boss. Du schießt nicht auf mich, mein Freundchen. Und ihr werdet das auch schön sein lassen, ne? Ey! Wie zum Teufel? Wie ist denn das passiert jetzt? Heiliger Bimba. So, der ist geflogen, den haben wir weg. Kippen des Wahnsinns, ey, das ist schon. Aber da hinten sehen wir im Hintergrund die brennende Stadt von Athen. Da können wir doch gleich mal wieder korrigieren hier. Ares hat nichts zu tun und muss einfach alles niederwalzen. Man stellt sich auch die Frage, Wiener, sind jetzt eigentlich wirklich, ist wirklich diese Wüste der verlorenen Seelen? Na, das schießt ihr? So, jetzt bin ich dran, ja? Das ist für eben. Ihr Hunde. Eieiei, eieiei, noch mehr Besuch. Geht's nicht lang weiter? Hätte ich gedacht, sah aber so aus. Okay, natürlich kann ich jetzt wieder davon ausgehen, dass hier gleich irgendwelche Viecher wieder drauf springen werden, oder nicht? Oder nicht? Bin ich jetzt etwas spannend. Gespannt. Nee, das meine ich eigentlich gar nicht so. Egal, ich habe nur Quatsch erzählt. Ignoriert, was ich gesagt habe. Bin ich jetzt etwas erstaunt? So, das wollte ich sagen. Boah. Ja, kommt, da kriegst du gleich so eine Krise und so eine Hand. Ich liebe die Sendung. Vor allem damit kann man sich eine schöne hohe Treffer-Kombo zusammenarbeiten. Denn die brauchen wir ja. Ein paar Bonus-Ops. Halt! Ich hab vergessen. Aber das rechtfertigt noch lange nicht, was ihr hier treibt. So, dann nehmen wir mal wieder den Lift. Meister gibt dir den Kalif, dir doch erliebte Apfelschorle, gell? Die ist ja Gaudi, ist das? Diesmal auf Spaß, gell? Da freu ich mich jetzt weiter lohnt, Arsch. Nein. Ich werde wahrscheinlich jeden Speicherpunkt bei den Klippen des Wahnsinns nutzen. Weil ich sonst nur durchdrehe beim Ragen. Das machen wir nochmal hier bei diesem Abschnitt. Ich würde aber sagen, diese Klippen des Wahnsinns, die leiten eigentlich im Prinzip so den dritten und den letzten Abschnitt ein. Muss man eigentlich schon so sagen, dass der andere Hauptabschnitt mit dem Ende von Hades Prüfungen abgeschlossen gilt. Bevor ich da jetzt neige, schau schon ganz kurz, was es hier noch gibt. Irgendwer macht hier auch so Geräusche. Ach ihr. Ach so! Ich hab noch mehr Partygäste. Steht ihr denn alle auf der Liste und habt ein Ticket? Wer hat euch den eingeladen? War es der Winterbot schon wieder? Wie komme ich jetzt auf der Winterbottom? What the fuck? Ja, also manchmal beim Schlafen, da denke ich auch so, Klingeltöne für Fahrräder und dann weiß ich wieder nicht, was ich denke. Oh, der war aber, das war ein schöner Wurf, Kratos. Das hast du stylisch gemacht. Seht ihr hin? Gibt es nämlich auch noch ein bisschen Leckerlis. Leckerlis und der Schappi-Schnaps.
Ei, wo wollten wir denn hin? Immer diese Kanonenfutter-Gegner hier. Hunter, haben wir schon Glück? Haben wir schon Glück? Ja, wir haben schon Glück für Stufe 2. Stärkere Seelen. Bams. Und ihr seht richtig, für die Maximalstufe brauchen wir noch knapp 10.000. Das ist schon... Ach, hier ist ja noch eine. Eieiei, wollte keiner mit dir spielen. So. Wer macht denn hier schon wieder so komische Grunzgeräusche? Hier drinnen sind bestimmt irgendwelche Hansels. Hallöchen. Oh nein. Jetzt bin ich dran. Scheißen Dreck Satire, ey. Wenn es nur eine ist, sind die ja okay. Jetzt hält er seine Klinge immer. Eieiei. Verdammt, ich habe zu früh aufgehört zu blocken. Hehe. How you like that? Okay, den hatten wir. Kommt noch einer? Nö, aber ich höre irgendwelche Kunstgeräusche schon wieder. Ach scheiße, hier ist noch doch noch einer. Der Lunge, der wartet nur darauf, anzugreifen. So, ich bin dran. Nein, du bist dran. Au! Wer schießt denn jetzt hier noch mit Pfeil und Bogen? Das ist ja unfair. Au, oh, fuck, 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 fuck. Boah, das gibt's doch gar nicht. Wie der mich hier voll in die Ecke boxt. Haha. Who's laughing now, bitch? Irgendein Asel hat da hinten... Okay, Magie könnte ich erstmal wieder gebrauchen. Boah, da hinten sind solche Yaddaks wieder. Ich brauch den Blitz. Jetzt reicht's. Toll, Kratos, dass du das alles gegen die Kurbel schmeißt. Falsche Penne. So, wir bauen uns nämlich jetzt eine Brücke zusammen. Ich hätte diese Kurbel nicht bedienen können, hätten diese Hansels mich weiter gespammt. Das müsste lange. Ah, warte mal. Okay, dann machen wir es mal nicht. So. Was? Die Orbs haben sich aufgelöst. Boah, ey, komm. Mach doch keinen Quatsch. Jakob, Herr Üf. Warte mal. Ich will erst etwas überprüfen. Ob hier irgendwo... Nein, hier ist nichts. Irgendwo gibt es noch eine Phönixfeder. Ich meine, ich habe zwar jetzt nicht drauf angelegt, die alle... Komm! Okay, dann kriegst du das ab. Mann, meine Energie ist schon wieder so low, das gibt's gar nicht. Da oben schießt noch einer auf mich. Finde ich überhaupt nicht nett. Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Bogenschützen. Hör auf! Oh, fuck. Das wird etwas sehr knapp. Okay, aber ich hab... Scheiße, ich brauche Energie. Egon! Wer auch immer Egon ist, ich brauche Energie, aber hier ist ja welche. Kines, Kines. Manchmal macht ihr echt einen... Oh, nee! Oh, no, you're not! No, no, not with the pudding in the pop in the pudding! Bill Cosby-Style. Zitat von Onyx Springs, FTE! Geh weg, geh weg! Der kommt!
Da ist jemand ganz würdig. Ich hatte heute Morgen eine extra Packung Brokkoli in seinem Müsli drin. Auch öde Memes, wie der sich hier. Wie der hier die ganze Zeit seinen Buddy schlägt. Was eine Aussicht! Also da muss ich unbedingt dran denken, ein paar Panoramabilder mitzunehmen, bevor ich nach Hause fahre. Alter, was ein Scheiß ist wieder Bubble, das gibt's doch gar nicht. Boy! Die Mue auf und mach, geh ich mit! Und du auch nicht, Jakob, hör auf zu zaubern. Es ist aber ein sehr beengter Raum, da müsst ihr so stressen. Irgendwann ist aber auch mal gut. Das ist ja voll Arbeitsverweigerung, dass Kratos den einfach nur so geboxt hat und nicht mal packen wollte. Na, wie gefällt dir das, du Klotz vom Otz? Komm, alle Babsack, leg dich mal hier. Ihr seid alle so aggressiv hier. Ihr solltet mal unbedingt zu einer Therapie gehen. Am besten eine Wutprobentherapie mit Jack Nicholson. Ne? I feel pretty. Muss man dann nur singen, wenn man sich bricht. Na gut. Ach Mist. Ich wollte ihn eigentlich gerade packen, finde ich. Da unten ist auch noch was, ich hab's gesehen. Ach so, ich muss da eh runtergehen. Weil wir diese Brücke später bauen. Eine Statue der Aphrodite. Scheinbar trug sie einst eine Halskette. Wir brauchen jetzt eine Halskette für die Aphrodite. Eine Statue der Hera. Scheinbar trug sie einst eine Halskette. Oh, wir brauchen zwei Halsketten, oben hier eine Brücke zu bauen, um weiterzukommen. Ich habe da vorher noch was gesehen. Das nehme ich natürlich mit. So, warte mal. Hier geht es weiter. Dann will ich erst noch mal darunter klettern und nachschauen, was wir dort finden. Könnte aber sein, dass sie da drüben sind. Ups, wo bin ich denn jetzt hingesprungen? Ach, oder es kann sein, dass ich beide Bereiche abgeben muss, weil ich brauche hier zwei Ketten. Das kann jetzt auch sein. Oh nee! So schade, dass ich die nicht hier runterschlagen kann. An zwei Seiten will ich nicht gegen euch kämpfen. Fuck, Rila. Hey, ihr habt sie doch nicht alle. Der drängt mich hier voll in die Ecke. Ich kann gar nichts machen. Jetzt reicht's aber. Sind noch solche Arschlöcher von Bogenschützen, ey. Okay, den haben wir. Oh, da kommt noch eine. Was denn das? Lass den Zorn der Götter. Nein, ganz bestimmt jetzt nicht. Oh fuck! Ich hab schon wieder zu früh losgelassen. Es reicht. Was war das denn jetzt für ein Glitch?